Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema bei der BKB. In diversen Bereichen des Unternehmens achten wir auf eine nachhaltige Ausrichtung, zum Beispiel bei unseren Dienstleistungen. Den Herbst da machen wir mit einer Kampagne auf das nachhaltige Engagement der BKB aufmerksam. Andi Baumann und Michel Ungernährer sind bei der BKB für den Bereich der Nachhaltigkeit zuständig. Andi, wo liegen eigentlich die Herausforderungen, wenn man als Bank nachhaltig sein will? Ich glaube, eine der Herausforderungen ist schon der Begriff an sich, weil der ziemlich schwammig ist. Bei Nachhaltigkeit geht es darum, Sorge zu haben zur Umwelt. Es geht aber auch darum, dass man Kundinnen, Mitarbeitende, Partner, dass man fair mit ihnen umgeht, dass man langfristig denkt und handelt und dass man nicht einfach nur an die kurzfristigen Gewinner denkt und die optimieren will. Und letztlich geht es auch darum, der Gesellschaft etwas zurückzugeben als Unternehmung. Und wenn man sich das vor Augen führt, wie vielschichtig das ist, dann ist es genau eine Herausforderung, dass man eben die Themen in ein gesundes Verhältnis zueinander stellt und sie wie gleichwertig behandelt. Als BKB haben wir einen Vorteil in dem Sinn, dass wir Nachhaltigkeit seit 30 Jahren uns auf die Fahne geschrieben haben und nicht erst seitdem, dass es ein Thema ist, das Aufmerksamkeit hat gewonnen hat. Michel, welche sind eigentlich die Vorteile der BKB-Kundinnen und Kunden, dass ihre Bank nachhaltig ist? Eine nachhaltige Bank, so wie die BKB, die legen Gelder von Kundinnen und Kunden sinnvoll und sorgfältig an. Und das bedeutet im Grundsatz, dass wir uns ganz fest auf Langfristigkeit fokussieren. Einerseits wirklich in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden. Es ist uns ein riesen Anliegen, dass wir durch die diversen Kundenbedürfnisse können erfüllen und wirklich sie begleiten. Und andererseits ist es auch so, dass wir die Gelder, die uns anvertraut werden, nach Nachhaltigkeitskriterien vergeben und auch investieren. Das tut einerseits Risiken allgemein extrem minimieren und andererseits müssen wir natürlich hier auch schauen, dass wir weniger negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft haben. Und sind wir ehrlich, das ist das Einzige, was zukunftsgerichtet ist. Das klingt jetzt alles sehr schön, was ihr beide hier erzählt. Wo kann sich BKB in Sachen Nachhaltigkeit noch verbessern? Ich glaube, wir dürfen noch etwas mutiger werden in der Kommunikation. Wir haben nämlich schon viel erreicht. Beispielsweise vergeben wir bis zu 1 Million Franken in nachhaltige, gemeinnützige Projekte jedes Jahr. Wir haben unseren CO2-Ausstoß in den letzten Jahren mehr als halbiert. Und seit 10 Jahren setzen wir nur noch Strom aus erneuerbaren Energiequellen einsetzen. Und fast jeder 10. Arbeitsplatz ist ein Ausbildungsplatz. Ganz wichtig ist, dass wir Nachhaltigkeit noch mehr in unserem Geschäftsalltag leben. Wir alle dürfen zwar wirklich sehr ausführliche Ausbildungen durchlaufen, aber es ist noch nicht auf allen Ebenen und in allen Bereichen gleich angekommen. Es ist extrem wichtig, dass Nachhaltigkeit noch mehr zu einer Selbstverständlichkeit wird, weil das Ziel von uns ist schlussendlich, dass wirklich Produkte und die Dienstleistungen, die wir anbieten, dazu beitragen, dass wir uns global können nachhaltig entwickeln. Merci, Andi, Michel, für den Einblick in eure Arbeit. Mehr Informationen zum nachhaltigen Engagement der BKB findet ihr übrigens auf unserer Webseite bkb.ch/heute für morgen.